Diesen Ort kennt bestimmt jeder von uns. Insgesamt gibt es zwei Hauptprobleme auf der Toilette. Einmal, man hat alle Zeitschriften, die sich irgendwie auftreiben lassen, durchgelesen. Und das andere Problem ist dieses hier. Es ist einfach kein Toilettenpapier mehr da. Zwei Probleme, eine Lösung. Das Sudoku Toilettenpapier. Der ganze Spaß kostet pro Rolle 4,95 Euro. Und so sieht das Ganze in Nahansicht aus. Insgesamt sind 9 verschiedene Rätsel darauf abgedruckt, die sich in gewissen Abständen wiederholen. Als ich das Sudoku-Toilettenpapier als erstes gesehen habe, wollte ich natürlich sofort ausprobieren, ob man auch wirklich darauf schreiben kann. Und das Schreiben funktioniert auch mehr oder weniger gut. Tragen wir beispielsweise hier mal eine 1 ein. Ich mache das Ganze hier mit einem handelsüblichen Kugelschreiber. Solange man eine feste Unterlage hat, lässt sich problemlos auf dem Papier schreiben. Kommen wir jetzt zum Fazit von diesem Gadget. Insgesamt finde ich das Sudoku-Toilettenpapier eine wirklich klasse Idee. Es sieht witzig aus und es funktioniert sogar. Leider ist mir aufgefallen, dass die Stellen zum Abreißen oft durch die einzelnen Sudokus gehen, sodass diese unbrauchbar werden. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass die Klebestellen nicht sehr gut halten. Das Papier fällt so gut wie immer auseinander. Ansonsten, mit einem Preis von 4,95 Euro finde ich das Ganze leider ein wenig zu teuer. Wer aber trotzdem Spaß an diesem Gadget hat, dem kann ich das Ganze nicht unterschlagen.